Hey Leute, ich muss euch wieder zu Duel of Champions. Heute haben wir mal ein richtig nettes Deck und zusammen gebastelt. Wo ich euch gleich ein Replay zeige, weil das Spiel einfach so interessant und intensiv war, dass es einfach lohnt, euch zu zeigen. Also heute spielen wir Zuflucht. Wir spielen Siegfried, Recke des Glaubens. Ja, Recke des Glaubens, er hat eine 2-0-1, hat nur Lichtmagie. Und hat aber dafür den krassen Effekt, wenn eure Stufe, also eure Kraftstufe auf 5 ist oder eure Schildstufe auf 3, erhalten alle Kämpfer, die kein Platzhalter sind, plus 1 Leben. Macht unsere... Alle? Oder Kämpfer? Da, also, nee, nur Kämpfer, würde ich schon sagen. Unsere Kämpfer plus 1 Leben ist einfach Porno. Also ihr habt dann später wirklich sehr mächtige Kreaturen. Gut, dann haben wir Tag des Freistaates, ja, um unsere Kreaturen einmal zu schützen. Ist nie verkehrt. Dann Aufstieg des Niedermanns. Ja, verbanne eine ausgewählte Kreatur vom feindlichen Friedhof. Immer gut. Und dann viermal Woche des Woche der älteren Rasse. Was ich natürlich schon einmal spielen könnte, wäre die Karte um die Hand zu dezimieren. Da könnte ich einmal Woche, Aufstieg des Niedermanns eigentlich raus tun. Aber naja, das ist jetzt das Deck, womit ich auch wirklich gespielt hatte. So, wir haben viermal Steuereintreiber drin. Einkommen plus 1. Wir hatten zweimal Heiliger Prätorinär drin. Er hat Kampfschutz 2, das heißt, wir kriegen von Kämpfern 2 Schaden weniger. Wir haben Elite Junker drin, der hat Schützenschutz 2. Wir kriegen von Schützen 2 Schaden weniger. Ja, wenn die beiden nebeneinander sind, machen Kämpfer und Schützen uns 2 weniger Schaden. Das heißt, alles, was 2 Damage macht, macht einfach mal gar nichts. Dann Greifarmbrustschütze, ja, Stapelkreatur, Schütze, einfach eine mächtige Kreatur, kennt man ja aus Standard-Zufluchtsdecks. Dann Greiflegionär mit einer 1-2-4 Stapelkreatur, eine wichtige Karte in unserem Deck auf jeden Fall. Dann haben wir Wolfpriester, Prioritätsschlag. Prioritätsschlag heißt, sein Vergeltungsschaden kommt zuerst, also bevor der Gegner Schaden macht. Und alle benachbarten verbündeten Menschen kriegen plus 1 Vergeltung. Dann Heiliger Falkenpriester. Immun gegen Vergeltung. Der Wert, der Kampfwert mit aller verbündeten Menschen ist gleich ihres Vergeltungswertes. Das heißt, diese Kreatur hat eine 3-3-6, dann, wenn er ausgespielt ist. Extrem mächtig. Wolf Prätorinär oder wie auch immer, hat eine 2-4-6. Mit ihm kombiniert hat er eine 4-4-6. Also die Karte. Die ist wirklich enorm stark, also darauf habe ich aufgebaut, auf Vergeltung. Wir haben Vergeltung und Tod, das heißt, selbst wenn wir sterben, machen wir noch Vergeltungsschaden. Und der ist immerhin bei 4. Dann Anael, Engel der Erlösung, eine 3-3-6, hat Sturmangriff, kann einfach immer Kreaturen heilen, ist schon ziemlich cool. Dann den Hauptmann, er hat Kampfschutz 1, das heißt, egal welcher Schaden, wird um 1 verringert. Also Schützenschatzen, Fliegerschaden, Kämpferschaden, also jeder Schaden, der irgendwie ankommt, wird um 1 verringert. Hat eine 1-2-6. Dann haben wir Blinder, Justika. Habe ich leider nur einmal, einmal mir geholt, weil er drin war, für in Farale Grube, glaube ich, was drin, genau. Hat eine 2-1-7, sein Effekt basiert darauf, wir wählen eine Kreatur aus und der Vergeltungsschaden wird einer gegnerischen Kreatur zugefügt. Dann haben wir zweimal den Wolf, Justika. Ja, Immun gegen Vergeltung, alle verbündete Kreaturen erhalten plus 2 Vergeltung. Wir kommen da auf einen Schaden, der ist einfach abnormal. Manche Kreaturen von uns haben einfach 6 Damage drin. Dann Abwender von Inquisitor. Die Kreatur hat uns enorm geholfen in diesem Duell. Hätten wir sie nicht drin gehabt, hätten wir auf jeden Fall verloren. Gut, weiter. Gehen wir auf unsere Zauber. Wir haben zweimal sicherer Stand. Alle Kreaturen erhalten plus 1 Vergeltung. Wenn wir es zweimal ausgespielt haben, haben wir 2 Vergeltungen mehr. Und wenn der Vergeltungsschaden auf unseren Angriffsschaden draufkommt, kommen wir echt auf enorme Power. Zweimal reiniges Licht. Dann können wir selbst unsere Kraft auch zerstören. Aber es ist halt für so Decks, Berserker, Entflammen und sowas. Kam aber hier jetzt nicht so wirklich zum Einsatz. Gut, weiter haben wir. Ältere Waffenruhe. Bis zu Ende der Runde wird der Kampfwert und der Vergeltungswert getauscht. Zweimal die geborstene Brücke, zweimal Lagerfeuer, einmal den Altar und einmal Cassandras imperiale Hingabe. Und dann haben wir noch 3 Bauwerke, zweimal Kaserne und einmal Tempel der Engel. Tempel der Engel, eine sehr mächtige Karte. Wenn ein Zauber ausgespielt wird, kickt der Schaden, die Kreatur, die auf Tempel des Engels ist, komplett ab, ja. Ich glaube nur Akkas Zorn wird nicht getriggert dadurch. Also Akkazon zerstört dennoch alles. Also Akkazon geht über alles. Ich glaube, nichts kann Akkazon wirklich aufhalten. Ja.
Das ist das Deck und jetzt gehen wir mal. Das war, glaube ich, hier Aufzeichnungen. Ja, die Aufzeichnungen abspielen, wiederholen. Also, wir gucken uns das Duell an. Also, wirklich gesagt, wie gesagt, es ist ein wirklich sehr spannendes und interessantes Duell, was euch einfach nicht vorenthalten möchte. Wir spielen mit Siegfried gegen Arkane Ruferin der Erinnerungen. Ja, sie hat hier schon eine sehr mächtige Hand, was wir sehen. Das Duell fängt damit an, dass sie nichts ausspielt, ich nichts ausspielen kann. Also unsere Hand, wir haben viele Dreierkreaturen, was sehr ärgerlich ist. Und der Gegner, was hat er auf der Hand? Ja, er hat jetzt hier die Harpier, kann er gleich ausspielen. Er hat zweimal die gefrorene Welle, also er spielt so mit Fliegerkreaturen und dann gefrorene Welle. Ziemlich cooles Deck, da könnte ich eigentlich auch mal drauf bauen. Der Effekt von Arkane, übertrieben mächtig, kostet 6. Wähle eine beliebige, aber keine einmalige Zauberkarte aus vom Friedhof und nimm sie auf die Hand, ja. Also je länger das Duell dauert, desto besser sieht es eigentlich von seinem Gegner aus. So, er hat bisher die Harpie ausgespielt und wir haben unseren Wolfpriester ausgespielt. Also und hier ist schon mal was passiert, was sehr ärgerlich ist. Wir haben Gedächtnislücke, eine Karte, die wir loswerden müssen, ja. Weil er hat schon hier einen Abwender von uns zerstört, was nicht gut ist. Ja, wir sind jetzt in Runde 4, ist das glaube ich jetzt. Wir haben schon 4 Mana. Ja, da können wir jetzt ein bisschen was ausspielen. Nämlich den Heiligen, also den Heiliger Falkenpriester, ja. Seht ihr, da ist unser Wolfpriester jetzt auf 3-3-6. Also die Karte, ja. Heiliger Falkenpriester ist wirklich enorm stark. Ich hätte den gar nicht auf dem Schirm erst gehabt, aber ich dachte mir so, ey, ich muss mal gucken, Zuflucht. Was können wir da so machen? Was habe ich an neuen Karten, die wirklich was bringen? Ja, wir haben jetzt gerade eine schöne Doppelreihe. Jetzt aber auch eine sehr mächtige Reihe, was für uns nicht gut ist. Überhaupt nicht. Gut. Jetzt die nächste Überlegung ist, ja, wir haben 5 Kosten, wir können leider nicht so viel ausspielen, ja. Wir können hier eine 3 und eine 2 ausspielen, was uns richtig viel Stärke bringt. Er bringt uns plus 1 und sie bringt uns auch noch plus 1, ja. Das heißt, wir kriegen ihn hier auf eine 5. So, da haben wir die 4, da spielen wir das aus, da haben wir die 5. Da haben wir eine 5, wir haben in Runde 5, haben wir eine 5-5er Kreatur und noch eine 5-5er Kreatur, also... Wie gesagt, also wenn man hier so ein bisschen aufbauen kann, dann ist das Deck wirklich enorm stark. Also das Duell hier war richtig heftig und das fand ich einfach gut. Also hier, wir ziehen ihn runter. Also er ist eine Kreatur, die wirklich wichtig ist, die darf einfach nicht sterben. Wenn ich ihn zweimal ausspiele, also er sein Effekt triggert nicht auf ihn selbst. Aber wenn ich ihn nochmal ausspiele, wird er halt getriggert, ja. Also er jetzt kommt sein ganzes... Okay, jetzt kommt doch nichts mehr sehen, okay. Also ein Effekt wirkt sich auf alle unsere Kreaturen aus. Also hier, er tötet ihn erst einmal, ja, was natürlich sehr ärgerlich ist, weil das ist ja die Kreatur, die uns halt die Stärke überhaupt erst bringt, ja. Also so haben wir jetzt gar keine Stärke. So, aber jetzt haben wir hier Woche der älteren Rasse. Wir haben zwei Menschen, beide mit 1-1 und der Gegner hat zwei Kreaturen mit 2 Leben. Ja, perfekt. So, sein Feld erstmal geklärt. Das ist immer sehr schön. Wir kriegen hier ein bisschen Schaden, dadurch, dass sie stirbt, aber immer noch sieht es eigentlich gut für uns aus, ja. Aber in dem Moment wusste ich eigentlich, ey, der Gegner, je länger das Duell dauert, desto schlimmer wird es für uns. So ein Tier wollte ich was verbannen. Jetzt fällt mir gerade auf, die Karte war gar nicht da. Okay. Ich wollte nämlich sie hier verbannen, aber er hatte sie auf der Hand, okay. Wahrscheinlich erst geärgert, dass ich jetzt die falsche Karte verbannt habe, weil ich natürlich sie verbannen wollte. Aber naja, ich hatte sie gar nicht auf der Hand. So, und aber jetzt habe ich das Glück, dass Aufstieg des Niedermanns wieder da ist und ich kann sie verbannen, weil er hätte so viele Karten von mir. Ah ne, hier passiert es. Ja genau, hier habe ich jetzt die falsche Karte verbannt. Richtig, richtig ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er kann so noch 2-3 weitere Karten von mir zerstören. Was einfach... das ist total ärgerlich, ja. So, und hier sehen wir das erste Mal. Blinder Justiker. Extrem mächtiger Effekt. Ich meine, hier haben 5 Vergeltungen, das waren 5 Schaden einfach. Und wir haben eine 2-2-7-Karte rausgespielt. Das kann einfach so viel werden. Ich meine, wir können auf einer Vergeltung, ich glaube, bei einer Kreatur irgendwie auf 7 kommen. 7 oder 8 Vergeltungen, ja. Das ist schon ziemlich heftig. So, hier kommt eine gefrorene Welle von meinem Gegner. Ja, da konnte ich jetzt nichts gegen machen. Hier verbannen wir erstmal die Karte, weil wir nicht wollen, dass er weiterhin unser Deck weiter zerstört, weil er hat wirklich gute Karten schon zerstört. Hier zum Beispiel ihn und ihn. Wenn ich mich recht entsinne, war es das sogar. Aber, naja. So, hier spiele ich dann diese Karte aus. Tempel der Engel, ja. Diese Karte wird so gut sein. Also sie wird so viel in diesem Spiel entscheiden, ja. Weil dadurch, dass die liegt,
kann er die gefrorene Welle nicht gut einsetzen. Ne? Eigentlich macht sie auf alles 4 Schaden, aber sobald wir hier einen drauf haben, geht der Schaden nur auf diese Kreatur. Was für uns sehr, sehr gut ist. Ja? Also wenn er jetzt gefrorene Welle spielt, kriegt nur er 4 Schaden. Also wobei er kriegt nicht 4 Schaden, er kriegt jeden Schaden, der irgendwie aufgeteilt ist. Also wenn unser ganzes Feld voll ist, weil das 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ja, dann würde die Kreatur 32 Schaden kriegen, wenn unser Feld komplett voll ist. Aber nur diese Kreatur würde das bekommen, ja? Darum ist diese Karte eigentlich so gut. Also wir hauen da irgend so einen kleinen Schützen rein, ja? Zack, er spielt irgendeinen krassen Zauber aus, ein Geysir, ein Eismeteor, die gefrorene Welle, was auch immer. Und er holt es einfach wieder raus. So, hier hat er jetzt, also der Jin Wolkenformer, eine enorm mächtige Karte. Also pro Magiestufe kostet er eins weniger. Er ist auf 8, das heißt, er hat nur 2 gekostet. Das ist eigentlich echt eine krasse Sache. Die Überlegung ist auch zu. Ja, wir haben seine starke Karte hier, die ich glaube, pro Zauberkarte, die er spielt, davon eine Karte zieht, auf die Hand geschickt. Unseren Janka, blinder Justika, haben uns auch auf die Hand geschickt mit einer Brücke. Haben uns dafür zurückgeholt, da können wir den Effekt später nochmal nutzen. Hier ein gigantischer Fehler. Ich habe hier Kämpferschutz und hier Allgemeinschutz, ja. Und ich dachte, er macht mir nur noch einen Schaden. Aber es ist ein Flieger, es ist kein Kämpfer. Da einfach ein enormer, dummer Fehler. Aber leider, ja, ist passiert, kann man nichts gegen machen. Habe ich nicht darauf geachtet, weil natürlich man sieht, dass es ein Flieger ist, ja, und kein Kämpfer. Naja, ärgerlich, aber okay. Weiter geht's, er spielt Windstoß aus, ja, kann hier eine Kreatur zerstören, kriegt durch sie eine Karte wieder auf die Hand. Er kann ihn günstig spielen, weil seine Zauberstufe einfach schon so hoch ist. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass er sie so hoch schon steigen lassen hat. Ja, aktuell, also wenn man das Feld so sieht, würde ich einfach sagen, so ey, ist einfach richtig, richtig schlecht für einen aus, ja. Also ganz ehrlich so. Ja. So, hier haben wir aber jetzt erstmal richtig guten Vergeltungsschaden und wir sind komplett geschützt vor einem Zauber. Ja? Wir haben jetzt ihn hier drauf, das heißt, wenn er einen starken Zauber ausspielt, geht der Schaden erstmal auf unseren Greifarm ausschützen. Ja? Und das Gute ist ja, also wir spielen aus und kriegen einen neuen auf die Hand. Das heißt, wir können das 4 Runden lang hintereinander machen. Wir können uns vor Zauberkarten gut schützen für 2 Kosten. Ja, und jetzt sind wir auch aktuell auf den Stand. Wir sind auf einer 5-2-4. Da sehen wir zum Beispiel hier, er hat normalerweise 1-1-4, glaube ich, ne? 1-1-4. Oder der, doch, ich glaube 1-1-4. Durch unseren Effekt hat er jetzt eben 5. Er hat normalerweise 6, er ist jetzt auf 7. Er hier hat normalerweise, also er hat immer 6. Oder? 6? Oder hat er auch 5? Ne, der hat 6. Den haben wir vorher halt ausgespielt. Ja, wir haben halt einen da kommt die gefrorene Welle. Gefrorene Welle und wir sind komplett unbeeindruckt davon, ja? Nur unser kleiner armer Schütze ist gestorben. So, aber dennoch der Effekt, dass wir nicht angreifen können, ist aktiv. Was ziemlich ärgerlich ist, aber wenn man überlegt, was die Alternative ist, ja, er auf 1, er runter auf 3, er runter auf 2, er runter auf 3, er hätte hier angegriffen, wären wir richtig kaputt gewesen, ja. So haben wir einfach immer noch alle Kreaturen da und haben nur einen kleinen Schützen verloren. Ja, und das machen wir halt nachher nochmal, also wir können ihn einfach nochmal drauf spielen. So, er spielt wieder, also das ist eine ziemlich mächtige Karte, leere, belastete Djinn. 4-1-1, gibt Magie, Kanal plus 2 und jedes Mal, wenn eine Karte, Genie eine Kreatur zerstört, werden die obersten 5 Karten aus dem Gegner vergiftet. Okay, nee, das ist die ganz. Wo ist sie denn? Hat sie hier ganz, okay, nein. Gut, er baut hier ein bisschen auf. Also das ist jetzt ziemlich clever von ihm, dass er hier einen hinsetzt, weil er möchte dann vorher angreifen, die Kreatur töten und dann seinen Zauber ausspielen, ja? Kann man super machen. Ich dachte mir so einfach so, ey, ich schicke seinen Genie auf die Hand, ja, und hole mir ihn wieder zurück, ja. Ich habe ihn leider nur einmal im Deck. Wenn ich ihn öfter hätte, müsste ich ihn mir nicht jedes Mal auf die Hand schicken, ja. Also, ich spiele ihn wieder aus. Wir haben hier 5 Vergeltung, 5 Schaden, zack, und einen Angriff, tot. Leider können wir gerade nicht angreifen. Das war leider so der Moment, wo ich mir dachte so, ah, verdammt, da habe ich bemerkt, gefrorene Welle. Wir haben den Schaden abgewandelt, aber nicht den Effekt. Aber wir holen uns einfach wieder den Schutz hier mit unseren Greifarmbrustschützen, kriegen auch einen neuen Greifarmbrustschützen auf unserer Hand. Das heißt, wenn er stirbt, können wir nächste Runde wieder einen draufspielen, ja? Und endlich ziehen wir wieder ein heiliger Falken. Falken irgendwas, ja? Das heißt, wir haben gleich eine Stärke hier von 2, von 5, von 3. So, was hat unser Gegner? Er hat wieder einen Djinn, den er für 2 ausspielen kann. Wirklich sehr günstig. Er zieht eine gefrorene Welle. Auch sehr stark. Er hat Vater Himmelzorn. Wir besitzen nur eine Fliegerkreatur.
Was hat er sonst auf der Hand? Oh, was ist das denn hier? Das hat er gar nicht gespielt. Blitzgewitter. Wähle einen Platz auf dem Schlachtfeld, füge allen mit diesem Platz benachbarten Kreaturen 2 Schaden zu. Ja, auch eigentlich ziemlich nett. Nur bringt aktuell bei uns hier gar nichts, weil es alles auf ihn absondert. Wobei, es wäre schon effektiv. Er könnte es nutzen, um ihn damit zu töten und dann gefrorene Wille zu spielen. Ich meine, das sind Kosten von 8, aber okay. So als kleiner Gedankengang. Ja, was haben wir so auf der Hand? Wir haben jetzt erstmal. Ja, genau, wir haben erstmal Lagerfeuer, damit wir hoch auf 13 sind. Wir können uns mit ihnen komplett vor Zauberkarten schützen. Und was auch die nächste Überlegung ist, zu machen. Weil dann haben wir einfach kompletten Magieschutz. Also nichts an Magiekarten treffen uns. Ich weiß nicht, ob da selbst Arkanzorn resistet wird. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, Arkanzorn macht immer noch Schaden. Ich bin mir da gar nicht sicher. Okay, aber wir haben erstmal Wolf Justica gespielt, ja? Alle verbündete Kreaturen King plus 2 Vergeltung, ja? Mit ihnen kombiniert haben wir einfach so eine unglaubliche Stärke. Wir haben hier 4, hier 7, hier 5, hier jetzt 3, hier jetzt 4. Ja, also man kriegt plus 2 Vergeltung und da wir durch ihn alles gewechselt wird, haben wir einfach so eine immense Power auf dem Feld, was einfach abnormal ist, ja. So, hier werfe ich einmal die gefrorene Welle weg, damit er sich nicht zurückholen kann, was natürlich sein musste, ja. So, und hier war jetzt so die Überlegung, verdammt, was mache ich eigentlich? Wir packen ihn nochmal drauf, das heißt, mit 3 Schaden kann er sie nicht direkt töten. Das heißt, er muss sie angreifen, dann hat er 3 und dann, wenn da immer noch ein Zauber kommt, ist hier noch eine Kreatur. So, das ist unser Vorteil hier gerade. Ja, dann spielen wir hier noch einmal den Steuereintreiber ein, der eine 3-3-3 hat, was extrem lustig ist. Also ist es normalerweise 0-0-2. Aber im Endgame hat er eine 3-3-3. Das ist für eine 1er-Kreatur nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ja, er ist fast so stark wie hier oben unser Heiliger. Gut, da kommt ein Wirbelsturm, der natürlich ein bisschen Schaden machen würde. Ich glaube, 1 kommt auf allein. Das sind 4 Damage. Ja, hat er komplett abgefangen. Hat sogar mit 1 überlebt, was sehr schön ist. Er hat aber eine Kreatur zerstört, wodurch er ein paar Karten zerstört hat und hier 2-mal Kaserne zerstört. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine Kaserne mehr gezogen habe. Ja, sehr ärgerlich, aber mussten wir halt durch. Und dann kommt die gefrorene Welle. Ja, da konnte er jetzt wirklich unser Feld extrem aufräumen. Also ist schon einiges verloren gegangen. Aber wir konnten dennoch lange und gut dagegen halten. Muss man einfach mal so sagen. So, jetzt sind wir aktuell bei 13 Ressourcen schon angekommen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt, ja? Was machen wir jetzt? Sehr gut zu wissen ist, wenn ich jetzt ihn hier ausspielen würde, wäre der Effekt weg. Da wäre der Effekt von gefrorener Welle und von Tornado weg. Ich glaube, ich spiele diese Runde aber nicht aus. Also das sehe ich dann erst später. Also ich wusste nicht, dass das passiert. Wenn ich ihn ausspiele, ist der Effekt auf jeden Fall weg. Aber meine Idee war jetzt einfach, unser Feld komplett voll zu klatschen. Und dann erstmal hier mit Ressourcen zurückzuholen und unsere Live-Punkte wieder auf 20 zu bringen. Dann den stärksten Djinn zu töten. Mit Altar halt. Wir opfern jetzt ihn hier. Den Steuerantreiber und zerstören dafür einen Genie. Ich meine, eine 4-4-8 gegen eine 1-1-3. Also damit hat er auf dem Feld nur noch eine 4-4-3. Was vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, wenn er angreift, stirbt er sogar. Gut, wir haben jetzt noch 6 Ressourcen. Das Problem ist, wir haben aktuell keinen Schützen, den wir hinten draufstellen können. Das ist leider, ja. Das ist die Überlegung, ob ich das nächste Mal lieber vielleicht vorne ausspiele. Aber muss man sich halt immer vorher überlegen, ja. Aber jetzt haben wir diese Karte ausgespielt und ich habe nicht angegriffen. Ja, richtig dumm. Ich hätte richtig viel Schaden machen können, ist mir gerade aufgefallen, ja. Aber ich wusste es da in dem Moment nämlich. Ich glaube, das fällt mir erst später auf. Also ich hätte jetzt hier 5, 7, 10, 11. Ich hätte 11 Damage und ihn töten können. Wow. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Absoluter Spielfehler. Ganz ehrlich. Also damit ihr es jetzt schon wisst, wenn er ausgespielt wird, habt ihr Feinzauberabwendung. Und das heißt, der Effekt von gefrorener Welle wird komplett negiert, ja. Also das wusste ich einfach zu diesem aktuellen Punkt gerade nicht. Sehr schön ist, er spielt jetzt hier einen Riss im Schleier. Der Schaden eurer nächste Zauber wird, kann nicht verhindert werden. Ja, das ist jetzt die Frage. Also wir haben einmal ihn. Der Schaden wird sowieso auf ihn negiert. Er kann aber Feindzauber werden. Halt. Diese Kreatur kann nicht das Ziel feindlicher Zauber sein und ist immun gegen alle feindliche Zauber. Ja, das ist jetzt die Frage. Der Schleier. Funktioniert es nicht, aber wir werden es nie erfahren, weil er es halt nicht ausgespielt hat.
Was ziemlich ärgerlich ist, ja. Ich hätte es gern gewusst, ob es funktioniert hätte, aber naja. So, okay, da, so hat er seine Genies wieder zurückgenommen, okay. Gut zu wissen. Ja, wir sind aber jetzt auf den Stand, dass wir extrem stark sind, ja. Wir haben nochmal ihn, das heißt, wir können überall zwei Power nochmal draufhauen. Wir haben jetzt eine 1,5, eine 5,5. Was haben wir noch? Eine 7,7, eine 4,4, eine 7,7, eine 5,5. Enorm mächtiges Feld, ja. Damit kriegen wir sein Feld so gut wie fast komplett leer. Aber auch noch komplett. Also er stirbt noch, er stirbt noch. Er hat 2. Wir kriegen guten Schaden. Das Lustige ist, wir hätten eigentlich gewonnen. Er hätte letzte Runde ja rein theoretisch angreifen können. So, er hat nur noch 2 Leben. Jetzt weiß ich es ja besser. Und hier können wir erstmal eine Karte wieder entfernen. Also natürlich erstmal eine Zauberkarte. Weil er sich hier immer wieder zurückholen kann. Wobei auch Primärkreaturen eigentlich eine Option gewesen wären zu entfernen. So, jetzt spielen wir unseren schönen Engel aus, damit er nochmal steigt, weil er ist ziemlich wichtig. Wenn er tot ist, haben wir gar nicht mehr unsere absolute Power hier. Die geht total verloren. So, hier auch sehr schön, ich meine, ein Eismeteor, ja? Und eine gefrorene Welle kostet 11. Das müsste er alles ausspielen, also er müsste 11 Ressourcen aufbringen, um unser Feld anzuknacksen, ja? Wobei, tot, angeschlagen. Ja, sieht dennoch nicht sehr gut aus. Aber er spielt Vater Himmels Zorn. Klar, kann man machen. Ich glaube jetzt, er wird auf die Hand geschickt und er wird getötet, ja? So, dann spielt er eine gefrorene Welle und hat hier auch enorm aufgeräumt. Also er hat da auf jeden Fall einiges an Platz gemacht, ja? Einiges. Und ich glaube, jetzt kommt der Moment, wo ich ihn hier ausspiele und bemerke, dass ich angreifen kann. Ja, hätte ich den Zug früher bemerkt, hätte ich schon gewonnen gehabt. Aber naja, dennoch, wie gesagt, das Duell extrem spannend bisher. Also, er kann sich halt immer wieder seine Zauberkarten zukommen. Er hat auch wirklich viele Ressourcen, sodass er mit 6 ausspielen kann und danach auch direkt die Karte ausspielen kann. Aber wir haben auch wirklich enorm mächtige Kreaturen auf dem Feld, ja? Also ich meine, guckt sie euch an, das sind einfach alles Brecher vom Feinsten. So, jetzt wird er ausgespielt und dann ist er auch noch geschützt. Und dann bemerke ich so, ey, ich kann angreifen. Cool. Ich dachte mir so erst, hä? Okay, ich dachte, ich könnte nur verziehen, aber er kann ja nirgendwo mehr hinziehen, das heißt, ich kann angreifen, ja? Hätte ich es früher bemerkt, hätte ich gewonnen schon, ja? Aber, naja, da macht man leider nichts, ne? So, unser Gegner ist jetzt wieder so an den Stand, so, wow, seine Hand ist wirklich schlecht. Ich meine, er kann nichts damit anfangen, ja? Ich meine, mit einem Eismeteor kann er... Nein, also sein Zauber, er hat 3 Zauber, die bringen gerade gar nichts, ja, weil wir ihn hier haben. So, das heißt, er hat diesen Zauber und diese Kreaturenkarte und das war's. Mehr besitzt er nicht, mehr kann er gerade nicht machen. Und das müsste eigentlich, das ist glaube ich so das GG jetzt, ja? Ich glaube, oder? Ich meine, er hat noch 2 Leben, er kann nur eine Line abdecken, ja. Das heißt, wir haben gewonnen. Ich glaube, er überlegt gerade noch voll krass, hier guckt sich an, so ey, okay, das kann das und das. Okay, meine Zauberkarten bringen mir gerade 0. Ja, wie gesagt, nur dagegen ihn haben wir eigentlich gewonnen, ja. Alles andere hätte nichts gebracht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein extrem interessantes Deck, was ich mir dazu gebaut habe. Mit diesen Vergeltungen fehlen noch ein paar extra Karten vielleicht noch rein. Da gibt es noch ein paar coole neue Karten in der neuen Set, die ich leider nicht besitze. Und da kann man das vermutlich noch stärker machen. So, jetzt zerstöre ich nur alle Kreaturen, weil ich die Quest dafür habe. Kriegszerstörer, irgendwie 70 Kreaturen zerstören. Ja. Ich hoffe, euch hat das Deck gefallen und der Part. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao.